Das war gleich doppelt so breit. Fällt aus, weil darum. Genau, Krischi. Ich habe 94% fertig. Was sagst du dazu? Ja. Ich hoffe, du bist fast stolz auf mich. Fast. Aber naja, noch dann fast. Geht's ja noch. Ja, ganz wäre ja doof. Dann müsstest wir wollen mal nicht übertreiben. Du müsstest ja zugeben, dass ich gut bin. Oh. Moment. Vorsicht, mein raus. Freund. Dünnes Eis, ganz dünnes Eis. Nur weil du am Freitag nett warst, heißt das nicht, ne? Ja. Wegen deinem Bären ist Grit gestorben. Ist gar nicht wahr. Wohl. Nein. Es lag nicht am Bären. Doch. Hätte Jason nicht auf den Bären geschossen, hätte er nicht Grit erschossen. So. Der Bär kann nicht schuld sein, der hat ja Grit gar nicht gesehen. der schließlich hatte er einen Eimer auf. Der Bär ist im Eimer erstickt. Ja, ja. Und Grit an der Kugel. Also ich habe drei Sachen bei der Horden-Sache gemacht. beim Blutmond. Du brauchst dich gar nicht rausreden. Nein. Ich bin da total unschuldig. Was war das gerade? Genau, Krischi, so sehe ich das auch. Die Wölfe, ich glaube, die kamen von Totti. Ja. Genauso wie die Schweine auf mich von Totti kamen. Ja. Hm. Ich habe einen Polizisten, einen Bären und psychedelisch. Ah, oh, richtig gut. Ich fand das so schön, kunterbunt. Abgeschlossen. Maria Zumbrunnen gibt dir 15%. Franziska Hugentolder. Ja, das mit dem Unscharf konnte ich nie vertragen. Da musste ich Pause machen. Ja, Unscharf? Dankeschön ja, für die Pfefferminz-Day. Unscharf habe ich nicht gemacht. Also, aber du meinst, bei dir ist es bestimmt egal, ob unscharf oder psychedelisch, ne? Meinst du, das ist das Gleiche? Nee. Das eine war, wo das Bild so verschwommen, so gewackelt hat. Und das andere war dieses psychedelisch war dieses Bunte. Wo das auch noch so gelb-grün und wo so war. Wo das so gewackelt hat, das war, als wenn man betrunken ist. Genau, das ist unscharf gewesen. Das ist unscharf. Und das, was so bunt wurde und so verschwommen, das war psychedelisch. Waren im Eimer leicht Erdbeer und Himbeeren drin. Ja, die, da waren alle Tiere waren mit dem Kopf im Eimer. Ich weiß nicht, was da los war. Erdbeeren und Himbeeren. Hubschrauber. Am geilsten war der Geier, ey. Wirklich unfassbar. Den habe ich leider verpasst. Den musst du bei mir gucken. Den siehst du bei mir. Also den habe ich leider verpasst, den Geier mit Eimer auf dem Kopf. Ja, den siehst du bei mir. Aber ich fand das schon gut. Der Nachteil ist natürlich, wenn du es eingibst im Chat, dann kommt es relativ zeitnah. Ja, wenn du ja. jetzt dieses neue Teil nimmst, was da war, hast du zwar eine bessere Übersicht, aber es hat immer gedauert, bis er das endlich aktiviert hat. Okay. Ja, das ist aber gut zu wissen, heißt, ne? Das heißt, selbst wenn ihr gesagt habt, hier kann einer mal und du das Ding benutzt hast, hat es lange gedauert? Ach so. Hat es lange gedauert, bis er es von alleine. Ja, aber das müsste man mal bei Jason mal als Feedback hinterlassen, wenn man das Panel benutzt, dass das dann eine Verzögerung ist drin. Also das ist eine Wahnsinnsverzögerung. Also wenn man das eingegeben hat, dann kommt das gleich und genau.
Das müsste man mal bei Jason als Feedback da lassen. Was ist in dem Moment der Unterschied? So, ich habe mein 49er Feld fertig. Das heißt, ich würde jetzt weitergehen zu 43, oder? Oder 60, welches? Was sagst du? Guck mal bitte auf die Karte. Ich gucke. 62 sagst du? Nein, 42 oder 60? Oh, 60 ist aber nichts für dich, wa? Doch, das würde ich hinkriegen. Aber das würde ordentlich Geld bringen wahrscheinlich. Das würde ordentlich Schotter geben, denke ich auch. Warte mal, ich guck mal. Oder die 42 hast du gesagt, ne? Wo ist denn die? Ach, da. Die 42 bringt 8.000 und die 60 bringt 21.000. Ich würde an deiner Stelle die 42 machen, die schaffst du nämlich vielleicht noch fertig. Da müssen wir ja nicht fertig kriegen, darum geht's ja nicht. Aber 21.000 ist viel Geld, ne? Ja. Ich nehme die 60. Mach das. Ist doch die 60, oder? Jetzt. Das ist auf jeden Fall Flügefeld, ja. Oder grober Ja. Oder ist es die 61? Nein, die 61 ist. Nein, die 60 ist es hier. Mhm. Die nehme ich. Die 61 ist auch. Nee, die 61 hat aber auch Flüge auf. Ja, hat auch Flug, ja. Nimm jetzt die 60, weil 21.000. Ja. Betrag lohnt akzeptieren. Lohnt sich dann schon wieder. Und 49 abgeschlossen. Hat er hier nicht alles? Guck mal auf Geld. Guck mal auf das Geld. Ja. Ne? Ja. Habt ihr keine Felder? Macht ihr nur Missionen? Doch, wir wollen eigene Felder haben. Aber dadurch, dass wir neu gestartet haben und uns ein bisschen aufbauen müssen, wir haben noch lange nicht alles an Gerätschaften. Genau. Und wir haben ein Grasfeld, haben wir ein eigenes, was wir auch schon abgeerntet haben. Aber wie gesagt, versuchen jetzt zum Beispiel ein bisschen was für Futter für die Tiere reinzukriegen, damit wir uns Tiere anschaffen können. Und auch ein bisschen Geld, um unseren Fuhrpark ein bisschen zu erweitern. Weil wir haben ja mit ganz einfachen Fahrzeugen hier angefangen. Und das ist natürlich, wir wollen natürlich besseres Zeug, ne? Genau. Nein, wir werden auf Sicht natürlich auf eigene Felder, ja. Ja, auf jeden Fall. Gottes Willen, ich will ja nicht nur für die Menschheit arbeiten, ich will schon auch für mich selber arbeiten. Das wäre ja der Krampf schlechthin. Also hier kommt auf jeden Fall eine ganze Menge zusammen. Also ich glaube nicht, dass ich heute noch zum Ballenpressen komme. Das ist nicht schlimm. Ich muss nämlich noch schwadern nachher. Obwohl relativ nah, aber ich glaube nicht, dass der das alles mitkriegt. Nee, mach mal lieber. Ne? Wie ist euer Plan? Was für Tiere wollt ihr euch anschaffen? Also ich will alle Tiere haben, die wir hier können. Wir haben jetzt Küken und Entchen. Wir können Schafe, wir können Ziegen, wir können Schweine, wir können Kühe. Pferde nicht, ne? Pferde, wenn er nur luxusmäßig irgendwann zum Ende, würde ich sagen. Wenn überhaupt. Weil Pferde müssten wir jetzt auch ausreiten und das wäre wirklich erst zum Ende, wenn überhaupt. Das ist ja die Herausforderung auf Niemandsland. Da gibt es keine Aufträge, man muss alles mit dem eigenen Land erwirtschaften. Schade finde ich nur, dass meine keine Menschen... Das ist das Problem... Ich wollte deine spielen. Ich habe die privat auch angefangen, Julia. Aber es war mir einfach zu leer. Hattest du nicht die Neverland? Nein, ich hatte die Julia hat. Ich war ja auch mit Manu drauf. Ich habe ihr dann gezeigt, guck mal, da und da habe ich Gewächshäuser gebaut und so. Aber es war mir einfach zu leer. Es war einfach zu leer. Und da kann ich Julia auch ein bisschen verstehen. Das ist wirklich... Wirklich, wirklich, wirklich schade, dass das so leer ist, ne? Da
Das ist wirklich, wir hatten uns ja, Mann und ich hatten uns ja auch die ganz große, diese 16 irgendwas. Die 16-fach? Ja, ich glaube, die Wild West. Ja, die hatten wir, glaub ich, auch angeguckt. Die hatten wir uns, glaube ich, aber da sind wir, ne? Allein beim Laufen hat die bei mir so dermaßen geruckelt, als wir uns die nur angeguckt haben. Da haben wir gar nicht erst versucht zu spielen. Ja, die hattet ihr ja euch, glaube ich, so angeguckt, ne? Ohne ja, Server. Ja, genau. Und das war eine Katastrophe. Alter Vater. Also das Fortbewegung wäre, glaub ich, über den Hof. Machbar. Das war, das ging echt, das ging überhaupt nicht. Ja, das meine ich, Julia, genau das meine ich. Das ist das, was mir so ein bisschen an der Map stört. Ich hätte auch gerne gesagt, pass auf, ich mache hier auch. Ich gebe das ganze Geld weg. Ich fange komplett bei Null an und erarbeite mir die ganzen Sachen und so. Aber diese Leere. Wir hatten dann auch, wie hießen die anderen noch, die ich noch nebenbei gespielt hatte, wo alles flache ist. Neverland. Die habe ich auch probiert. Aber da war ja auch nichts. Die Neverland. Die Neverland sieht schön aus. Die ganz flache und Julia, glaube ich, hat noch so ein bisschen Berg und Tal drin, ne? Nein, nee, die hat Niemandsland, das ist was ganz anderes. Neverland und Niemandsland sind zwei völlig verschiedene Maps. Ja, das ist richtig, aber die eine war, glaube ich, nur glatt und die andere hatte noch leichte Hügel und Berge mit drin. Die eine war wirklich komplett glatt. Und die war auch ganz schön und so und auch schöne große Felder und so. Aber Niemandsland auch hat Hügel, genau so. Komplett so. Leer, komplett leer und sowas, weiß ich nicht. Hier ist, guck mal, hier ist Leben, ne? Hier auf dieser Map ist Leben. Du ärgerst dich über Autofahrer. Oder du verursachst einen Stau, du musst dich an Verkehrsregeln halten. Und wenn wir nachher unsere eigenen Produkte haben, die wir dann verkaufen und so, ne? Das wird schon ein ganz anderer Schlag. Genau. Ich meine, man muss ja nicht immer gleich ein Roleplay draus machen, aber das ist schon cool, wenn man zum Beispiel auch untereinander handelt. Weißt du, so einer hat eine Hühnerzucht, der braucht dann Sorghumhülse vom Bauern. Der verkauft seine Eier, was weiß ich, hier am Markt und. So ein schönes Roleplay wie im echten Leben kann man ja machen. Ist halt nur nicht so mein Ding, ne? Du redest nicht. Ich rede. Ich bin Nein. da. Ups, jetzt wollte ich die... Ich habe nur gerade vor mir her geträumt, weil ich die hier gerade in meine Spur rein musste. Ich wollte jetzt die Straße pflügen. Die Straße pflügen? Ja, war nicht so günstig. Ich gucke nachher nach, ob wir eine Asphaltiermaschine runterladen können. Nein. Du wirst lachen, sowas gab es schon im 19er. Ja, ja. Hast du die Bilder gesehen von Andreas bei im Discord? Ja, habe ich gesehen, von der Pionierkarte. Ja, aber weißt du, was mir da an der, das sieht ja alles schön aus, ne? Aber es sieht sehr, wie soll ich das sagen, plastisch aus. Das ist das ist daher, dass das eine brasilianische Karte ist und ja. die Texturen da völlig anders sind. Deswegen sieht das so immer so komisch aus. So sehen die fast alle brasilianischen Karten aus, finde ich. Ich fand die, also das sieht schön aus, also absolut. Aber plastisch, da fehlt mir so irgendwie so ein bisschen Detail. Ja, weil es alles selbst erstellte Texturen sind. Keine Ja. Großteil ist keine Giants-Textur. Deswegen sage ich ja, das haben fast alle brasilianischen Karten. Die sehen fast alle so aus. Und wenn man so die Liebe zum Detail, zum Beispiel jetzt so wie Julia jetzt im Bakersfield aufgebaut hat, dann steht da ein Motorrad, da dies, jenes, welches, ne? Ja. Das ist schon was anderes dann, ne? Wenn man so, aber das sah wirklich ein bisschen plastisch aus, weiß ich nicht. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob das jetzt direkt aus dem 22er die Bilder waren oder ob er die noch vom 19er gezeigt hat. Du musst mal Farmertown gucken. Von dem Ansgar. Der von Ansgar? Ich weiß, wer Ansgar ist. Ich musste heute so lachen. Ansgar hat ja mit, macht ja mit
Twitch Farming, die haben ja jetzt eine Traktortour gemacht, eine zweite. Die haben jetzt eine zweite Traktortour gemacht, das will ich aber sehen. Das Video muss jetzt die nächsten Tage kommen. Da habe ich nicht schlecht, da hat Ansgar Traktor überführt. Hm. Zweite Traktortour gemacht. Ansgar, ich habe Ansgars Video gesehen, wo er das erste Mal selber auf dem Drescher fahren durfte. Hallo, das Sonja. War geil. Hallo Sonja. Einen wunderschönen Feierabend wünsche ich dir, liebe Sonja. Wenn ich Bilder reinmache, denkt ihr so, wieso war ich nicht da? Wieso war ich nicht? Krischi, mal rein, immer rein. In den passenden Channel dürft ihr alles posten. Hast du die erste Trecker-Tour gesehen? Ja. Ja. Hab mich extra beeilt. Oh, ist das süß, Sonja. Das finde ich ja cool. Aber jetzt einmal mal 5 Minuten Luft holen. Huch. Huch. Die zweite müsste jetzt die Tage irgendwann kommen. Zumindest hat Twitch Farming das heute gesagt gehabt. Sollst du das Bertha sagen? Bertha, lass mal Mama 5 Minuten Ruhe und dann kannst du... Ja, die haben... Twitch Farming hat heute Morgen beim Stream hat er gesagt, dass sie... Er hat sogar schon eine Karte rausgebracht, wo er langgefahren ist oder so. Ich komme zur Tür rein und das Vieh motzt. Oh. Guck mal, Sonja, alle begrüßen dich und von Frau Flo kriegst du sogar Kaffee oder Tee. Was du möchtest, liebe Sonja. Jeder sagt dir Hallo. Außerdem musst du Berthas Mauzen nicht als Motzen betrachten, sondern als Hallo, Frauchen. Du bist da, gib mir Essen. Kaffee her damit. Ein bisschen liebevoller bitte. Ja, liebe Sonja, ein bisschen liebevoller. Ich gebe dir auch einen Schluck von meinem. Der ist gefroren. Ey, du bist so ein Verräter. Du bist so eine Verrätersocke, ehrlich. Hier rein, los geht's. Du bist so eine Verrätersocke. Still, das ist ja einfach am Ich tue dich zwar lieben, aber rückst du den Kaffee nicht raus, werde ich dir eine schieben. Ah, irgendwas hatte ich doch heute auch schon mal irgendwie im Gespräch. Warte mal, wie war das? Mit dem Schwinger, irgendwas war da. Ne, Frau Tipptopp. Wie gut, dass Düsseldorf weit ist. Ich muss noch Karten bestellen, fällt mir gerade ein. Ich muss noch Karten bestellen. Wo ist der Blitzer? Ich brauche eine Blitzer-App im Traktor. Nein. Doch. Mal gucken, wo er ist. Ich fand das immer gut. Mein Navi hat mich immer gewarnt, wenn irgendwo Blitzer waren. Da habe ich schon reingesabbert. Natürlich. Ich dachte, du liebst das. Also wirklich. Ich hab gedacht, du liebst das, wenn ich extra reinsapper. Aber nein.
undankbar. Echt. Wieder aufgefüllt. Wenn dir da drüben eine Kamera. Oh, danke. Nee, das ist nicht monoton. Ich mag das. Dankeschön für den Kaffee, Mike. Oh, und Frau Flo. Jawohl. Wartet. Jetzt hier. Dann trinke ich eben meinen Sabber-Kaffee selber. So. Noch ein bisschen mehr reinsabbern. Für gute Würzung. Wie lange muss ich denn noch? 23 Minuten? Das reicht noch. Das reicht noch. Ach komm, eigentlich, ich mache gute Arbeit. Ich weiß gar nicht, also. Ja, ich bin schon auf dem Weg zum Laden wieder und hole das dritte Gerät. Für die Größe des Feldes. Jetzt musst du wieder einen Schwader nehmen. Ja. Wird wieder geschwadert. Habt ihr echt einen Blitzer, der auch blitzt auf der Map? Ja. Ja, mehrere. Ich wusste, Fandisch, ganz ehrlich, wir haben kein Fahrzeug, das eigentlich schnell genug fährt. Aber du wirst lachen, ich habe schon ein Blitzerfoto, und zwar, weil der Server geruckelt hat. Und dann bin ich mit meinem 20 km/h Traktor über die Map geflogen und wurde geblitzt. Echt. Meine Kaffeemaschine ist immer noch nicht benutzbar. Das ist schlecht. Ich fahre gleich an einem Blitzer vorbei. Ja, warte. So. Ja, siehst du mal den Philipp? Du kannst ja mal stehen bleiben am Blitzer, damit man den auch mal richtig sieht. Der Baum ist jetzt gerade ein bisschen davor. Wir müssen nur warten, bis mal wieder grün wird hier. Oh ja, klar. So, hier steht der. Leider nicht. Das wäre noch so ein Feature gewesen, wenn man die Bilder hätte sehen können. Da ist er. Da steht er am Rand. Wenn man die Bilder noch sehen könnte, so, das wäre noch ein geiles Feature. Das wäre mal was. Das wäre richtig cool. Alleine wenn ich zum Laden fahre, fahre ich, glaube ich, an 3 oder 4 Stück vorbei. 2 davon, die mich erwischen können. Mike sagt, hätte ich jetzt auch behauptet. Kannst du bitte mal aufklären, dass das so war? Dass unser Traktor gar nicht so schnell fährt? Ich weiß gar nicht. Doch, der Traktor fuhr so schnell. Der rote, nein. Ja, das war aber der geliehene. Das war der geliehene. Das ist einer, der über 50 fährt. Ich glaube, der fährt sogar 60. Warte, wir gucken mal nach. Also. Das war der große Case, war das, ne? Wir gucken nach. Wir wollen ja nichts Falsches behaupten. War das dieser oder war das. Ich glaube, das war dieser hier mit der langen Schnauze, ne? Der. Und der hat eine Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometer. Ja, siehst du, hätte ich gar nicht geblitzt werden dürfen. Ja? Also erzähl nicht. Hätte ich gar nicht geblitzt werden dürfen. Mal. Auch wenn er nicht 20 km/h hat, aber hätte ich. Ne? Ja, also. Ja, bist du wieder durch die 30-Zone gejuckelt. Nein, da ist ja kein Blitzer. Da ist ja keiner. Wenn man im OMSI mit dem BBS fährt, dann gibt's auch Blitzer auf der Map, die richtig blitzen und kosten. Ja, mir wurde auch Geld abgezogen. Das war ja das Ärgerliche da dran. Ich glaube, du bist mit 12 km/h zu schnell, ne? Ja, irgendwie mit 12, überleg mal. Überleg mal, also weißt du, mit wie viel km/h ich über die Map geflogen bin? Flogen, siehst du? Da haben wir es wieder. Hat sie wieder Gas gegeben. Hallo, ich bin nicht die, wo Bleifuß hat. Ich bin nicht die, wo Bleifuß hat. Auch nicht. Du bist die, wo Bleifuß hat. Sie will mich versenken. Das ist aber eher ein Betonfuß, meinst du nicht? Ja. Aber soll ich euch sagen, welchen scheiß Ohrwurm ich jetzt hab? Cordula! Nein! Nein, den anderen, die immer lacht. Mein Name! Hier, Locke, bist du noch da? Sengoku, ne? Kommt das gleich im Multiplayer?
kommt das gleiche Multiplayer am Donnerstag? Oder kommt der Multiplayer später dazu? So geht das. Ui. Mom, ich schaue mal. Ich hab's versucht rauszukriegen. Mach ich, Krischi, mach ich. Ich schaue auf Discord. Aber nach dem Stream.